Wir begrüßen Sie hier zum Lehrvideo Untersuchung des oberen Sprunggelenks. Verletzungen des oberen Sprunggelenkes sind sehr häufig und gehören mit zu den häufigsten Beschwerden in chirurgischen Notaufnahmen. In diesem Video werden Sie lernen, wie man eine strukturierte Untersuchung des oberen Sprunggelenkes durchführt. Für allgemeine Grundlagen verweisen wir auf das Video Basics der orthopädisch-unfallchirurgischen Untersuchung. Die Untersuchung des Sprunggelenks gliedert sich in die Teilschritte Inspektion, Palpation, Funktionsprüfung, Bewegungsumfänge und Tests. Bei der Inspektion achten wir zunächst auf das Gangbild des Patienten. Gegebenenfalls ist ein Auftreten nicht mehr möglich. Es folgt die Betrachtung des Sprunggelenks hinsichtlich Schwellungen oder Hämatomen, denen ursächlich eine Distorsion oder Fraktur zugrunde liegen kann. Schwellungen treten dabei häufig im Bereich des Kapselbandapparates oder den paraachillären Gruben auf. Fehlstellungen können ebenfalls auf Frakturen bis hin zur bedrohlichen Luxationsfraktur hinweisen. Schließlich achten wir auch auf mögliche Deformitäten wie zum Beispiel Senkspreiz oder Knickfußbildungen und die Anatomie der Fußgewölbe. Es folgt die Palpation. Tasten Sie dabei auf folgende Landmarken. Lässt sich ein Schmerz als Hinweis auf eine Verletzung provozieren? Innen- und Außenknöchel, dabei das Fibulaköpfchen ebenfalls betasten. Ein Druckschmerz kann dabei einen Hinweis auf eine sogenannte Maisonneuve-Verletzung, das heißt eine hohe Weber-C-Fraktur, liefern. Fibularer Bandapparat und Ligamentum deltoideum. Syndesmose. Achillessehne. Kompression von Fußwurzel und Mittelfußregion, dabei insbesondere auch Betasten der metatarsale 5-Basis, da es auch hier zu sogenannten Jones-Frakturen kommen kann. Die sich nun anschließende Funktionsprüfung gliedert sich in die passive und aktive Bewegungsprüfung sowie spezifische Funktionstests. Der Bewegungsumfang des oberen Sprunggelenks beträgt üblicherweise in Dorsalextension, Plantarflexion 15-0-40 Grad. Die Pronation und Supination liegen bei etwa 15-0-35 Grad. Um die Wadenmuskulatur für den korrekten Bewegungsumfang im USG zu entspannen, ist es wichtig, das Kniegelenk ebenfalls gebeugt zu halten. Zur Untersuchung der Bandstabilität kann zunächst die mediale und laterale Aufklappbarkeit getestet werden. Dazu wird auf das OSG ein Valgus- und ein Varusstress ausgeübt. Der Frick-Test dient der Testung der Syndesmose. Hier wird der Unterschenkel mit einer Hand des Untersuchers fixiert, die andere Hand umgreift den Fuß und torquiert diesen nach außen. Mithilfe des Schubladentests wird ebenfalls der Unterschenkel fixiert und mit der zweiten Hand der Fuß des Patienten nach vorne und hinten gezogen. Schließlich kann noch der Thomson-Test bei Verdacht auf Achillessehnenruptur durchgeführt werden. Dazu soll sich der Patient auf den Bauch legen und die Füße über die Liege hängen lassen. Nun werden die Waden komprimiert. Bei intakter Sehne kommt es zur passiven Plantarflexion. Fehlt dies, liegt eine Ruptur der Sehne vor. Das war die Untersuchung des oberen Sprunggelenks. Für die Untersuchungen der weiteren Gelenke des Bewegungsapparates laden wir Sie ein, sich die weiteren Videos ebenfalls anzusehen.